Wir haben dieses Modell und anhand von dem Modell lässt sich es eigentlich sehr gut darstellen, wie wir versuchen, letzten Endes so ein ganzheitliches Training aufzubauen. Wir haben auf der einen Seite drei Stufen von Intensität, das heißt Intensitätsstufe 30%, 60% oder 90%. 30% ist ein sehr langsames, im Endeffekt in Zeitlupentempo arbeitendes, Trainingsstufe. Ja. 90% ist das Maximum, was ihr im Training gehen könnt. Ja, 90% haben wir deswegen gewählt, weil wir sagen, die 100% sind der Echtsituation vorbehalten. Es gibt zwar schon das, dass du alles gibst im Training, aber richtige 100% hormonell induziert abrufen könnt ihr nur, wenn ihr wirklich in einer echten Notsituation seid. Also sind die 90% das Maximum eurer Leistungsfähigkeit an Intensität, die ihr im Training gehen könnt. Okay? Auf der anderen Seite, neben der Intensitätsstufe, mit der ihr variieren könnt, je nach Teilnehmergruppe, die ihr habt, haben wir die Methode und wir versuchen letzten Endes in einem Training die Methode umzusetzen. Das heißt, anfänglich statisch. Wenn jemand kommt und der noch überhaupt keine Ahnung hat, was er eigentlich machen soll, ist es immer schwierig, dass er gleich in ein dynamisches Training reinpackt oder in das Szenario. Das heißt, ihr müsst ihm erstmal statisch erklären, in einer ganz einfachen Fassung und ganz einfachen Form, um was es geht, was ihr von ihm erwartet als Trainer, dass er danach abrufen kann oder soll. Ja? Wenn die statische Phase vorbei ist, sprich der Technikerwerb, ja, gehen wir letzten Endes in einen Drill. Das nennen wir teildynamisch. Drill ist letzten Endes nur dafür kreiert, dass man, sage ich mal, durch sehr, sehr hohe Wiederholungszahlen das Ganze mehr oder weniger intuitiv in unserem Muskelgedächtnis abspeichern können. Dass, wenn wir es brauchen, wir sozusagen nicht mehr bewusst darüber nachdenken müssen im Großhirn, wie wir es machen. Also sprich abspeichern, Blueprint im Muskelgedächtnis läuft letzten Endes über die Drillphase. Oftmals wird es verkannt im Training und der Drill wird verwechselt mit der Echtsituation. Wenn wir jetzt einen Drill spielen, wie zum Beispiel einen Clinch-Drill, ja, hat der nichts mit der Realität zu tun. Weil ihr wollt draußen keinen Clinch-Drill spielen. Genau wie ihr draußen einfach nur jemanden sparen wollt. Box-Sparring ist eine super Trainingsmethode. Hier dynamisch, Sparring. Aber das ist nicht das, was in einer Selbstverteidigungssituation letzten Endes notwendig wird. Ihr nehmt das Boxen als Bestandteil einfach ausschließlich dafür her, um euer Ziel zu erreichen, euer strategisches Ziel aus der Situation unbeschadet rausgehen zu können. Das ist alles, worum es geht. Das heißt, spezifisch statischer Technikerwerb, teildynamisch, Drill, zum Abspeichern von Bewegungsformen im Muskelgedächtnis intuitiv. Dynamisch, sparringsorientiertes Training, geben und nehmen, ja, einfach den Druck spüren gegen einen unkooperativen, selbstständig denkenden Gegner oder Partner. Das sind alles Ersttrainingsformen und wo wir sagen, wir schließen die Lücke zur Realität in weitestgehend, können wir es nur eigentlich in einem ganzheitlichen Szenario machen. Und das ist im Endeffekt der Aufbau. Wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Stunde, anderthalb Training, ja, dann braucht es ein spezifisches Ziel in eurer Stunde und geht her und sagt, okay, was will ich Ihnen beibringen? Erst müssen Sie statisch Technikerwerb erlernen, dann versuchen wir das Ganze explizit in einen Drill zu packen, dann machen wir das Ganze auf Sparringsebene, ja, und dann im Szenario. Je nachdem, wie gut eure Teilnehmergruppe ist, es gibt immer wieder Gruppen, wenn sie zu euch kommen, die sind absolute Anfänger, haben noch nie was vorher gemacht, und es gibt welche, die sind schon weiter fortgeschritten. Das ist immer ein Problem für einen Instruktor, der da ist, der merkt, ey, ich komme gar nicht von der Stelle, weil immer wieder neue dazukommen, ich will immer wieder bei Null anfangen. Das kann man dadurch einigermaßen beheben, wenn wir hergehen und sagen, okay, wir arbeiten diese Methode ab mit den Intensitätsstufen. Das heißt, man kann eigentlich alles miteinander verknüpfen. Wenn ihr jemanden habt, der Anfänger ist, dann fange ich mit ihm an, 30% statisch, ja, 30% teildynamisch, auch wenn er noch nicht so fit ist, körperlich, physisch fit, ja, 30% Sparring, was absolut okay ist, ja, muss am Anfang nicht mehr gehen. Und dann vielleicht auch ein Szenario, wo die Angriffsintensität von dem Angreifer mehr oder weniger auch auf 30% liegt. Das heißt, Anfängerbereich konzentriert sich primär in dem Bereich. Wir wollen zwar, dass das Training ganzheitlich ist, aber wir halten es von der Intensitätsstufe her auf einem relativ niedrigen Level. Okay, das ist das eine.
Wenn ihr letzten Endes hergeht und sagt, es geht jetzt weiter, Sie haben einigermaßen ein gutes Bewegungsbild, das einigermaßen so von Ihnen umsetzbar ist, könnt ihr das im Endeffekt verknüpfen. Teildynamisch ein Drilltraining auf 60%, Sparring auf 60%, Szenario auch hochschrauben. Oder ihr geht her und sagt, ihr macht einen Drill auf 90%, wenn Sie es einigermaßen gut können, ja, sehr intensive Stufe, ja, genauso als Sparring auf 90%, wo es wirklich schon um alles geht und das Szenario dann letzten Endes auch auf voller Stufe spielen. Also ihr seht, die Dinger sind komplett miteinander verknüpfbar und das ist das eigentlich, wie wir versuchen, das Ganze letzten Endes umzusetzen. Was haben wir für ein Problem, wenn wir hergehen und sagen, wenn man es realistischer gestalten will, das Training, wo muss man dann letzten Endes hinkommen? Was ist das Ziel? Ja, ganzheitlich Szenario, wir müssen hierher, ja, das ist das eigentliche Ziel, hier sollen Sie es umsetzen können, so gut es möglich ist und wir sind immer noch in einer Trainingssituation, es wird nie eine Echtsituation sein im Training, aber Szenario, die komplette, die ganzheitliche Form der Anwendung, das ist das, was Sie letzten Endes brauchen und das Szenario spielen wir ausschließlich deswegen, um die Leute zu sensibilisieren, nicht mehr und nicht weniger. Choreografische Superleistungen technischer Art, die gut aussehen, werden Sie im Szenario nie leisten können. Wenn Sie es tun, ist es Choreografie. Hat nichts mit dem zu tun, was Sie draußen tatsächlich schaffen. Ja, genau, das ist, der Punkt. Ja? Also die Art und Weise, die Intensität des Angriffs ist sehr oft dafür entscheidend, wie die Performance vom Verteidiger aussehen kann und wird. Ja? Das heißt, shitty Angriff, choreografische Lösung, kein Problem. Ja? Das ist jetzt genau der Punkt. Je weiter ich runterkomme, ja, sowohl hier, wenn ich hier runtergehe oder hier, also das heißt, wenn ich das ganze System jetzt hernehme und ich gehe von oben nach unten durch, ich fange an bei 30% statisch, hier habe ich einen relativen hohen, sage ich mal, Sicherheitsgrad bei 30% statisch, bei 30% teildynamisch, bei 30% Sparring, habe ich einen sehr hohen Sicherheitsgrad, aber einen sehr, sehr geringen, letzten Endes realistischen Trainingseffekt. Je weiter ich runtergehe, sowohl von der Intensität als auch von der Methode her, mit Tiefgang steigt die Verletzungsgefahr. Okay, das ist absolut Fakt. Ja? Und mit steigender Verletzungsgefahr, die können Sie letzten Endes im Training nur beheben, in der Form und Art und Weise, wie wir es machen, durch Ausrüstung. Okay? Das heißt, je mehr Ausrüstung euch zur Verfügung steht, auf der einen Seite, so wie gestern, wenn wir die Szenarien spielen, müsst ihr halt die Verantwortung als Trainer dafür übernehmen, dass er sagt, okay, ich kann mit der Ausrüstung variieren und je tiefer ich sozusagen, je mehr Tiefgang ich im Training kreieren will, desto mehr Art und Weise und Form der Schutzausrüstung brauche ich. Ansonsten steigt die Verletzungsgefahr. Und es gibt nichts Dümmeres, meiner Meinung nach, als ein Training zu machen für Leute, die aus ganz normalen Berufszweigen herauskommen, ja, die zu euch ins Training kommen, teilweise aus breitensporttechnischer Sicht, bei denen das Gefährlichste in ihrem Leben euer Training ist. Also wenn das das Gefährlichste ist, was sie in ihrem Leben erleben, ist euer Training, dann wird sie auf Dauer nicht glücklich und die Leute springen ab. Es gibt ein paar, die wollen das, die brauchen das, aber das ist eine Nische. Also absolut gering. Ja? Das heißt, wir bewegen uns nach wie vor in dem Bereich, dass wir sagen, Breitensport orientiert, ihr habt Frauen, ihr habt Jugendliche, ihr habt Leute, die im Büro arbeiten, die sonst im Endeffekt kaum bis wenig mit Gewalt in Berührung kommen. Da sind wir im Endeffekt so weit, dass wir sagen, okay, wir müssen es eigentlich leisten können, dass wir die verbessern, dass wir sie sensibilisieren, dass sie für Situationen und Echtsituationen eine Idee und eine Ahnung haben, dass das Training auch Spaß macht, weil eins ist sicher, wenn euer Training, das ihr macht, super effektiv ist, und es macht ihnen keinen Spaß, weil sie jedes Mal verletzt rausgehen, dann ist es eine Frage von 2 bis 3 Monaten, bis er nicht mehr kommt. Der wird zwar im Nachhinein sagen, hey, das war das Härteste in meinem Leben, was ich jemals gemacht habe, aber er kommt nicht mehr ins Training. Okay? Das ist Fakt. Das heißt, ihr müsst Form finden und das ist die Balance zwischen Spaß und Effektivität, die muss im Ausgleich liegen. Wenn das nicht der Fall ist, werdet ihr keine langfristige Chance haben, letzten Endes die Leute bei eurem Training bei der Stange zu halten. Absoluter Fakt. Okay? Das ist genau das, worum es geht. Und was sehr wichtig ist für die Trainer, ist, wenn sie dieses Modell kennen und erkennen, und die müssen, also ihr müsst es als Trainer absolut verstehen, ja? Dass wenn ihr gerade einen Drill spielt zum Thema Clinch
Und dann der sagt, ja, oder diesen Vierer-Ablauf-Clinch, also wir gehen erst auf die Augen, ja, oder machen einen Cross-Check, gehen auf die Augen, bringen das Knie, bringen den Ellbogen, bringen den Kopfstoß. Es wird nie zu 99,9% Wahrscheinlichkeit draußen eine Echtsituation geben, wo er diesen Vierer-Ablauf-Clinch letzten Endes wirklich in der kompletten Anwendung durchfahrt. Okay? Aber er ist ein Drill. Er ist ein Drill, um letzten Endes intuitiv in unserem Muskelgedächtnis eine Bewegungsform und Bild abspeichern zu können, ja, einen Abdruck, dass man, wenn es eine Situation gibt, wo sowas notwendig wird, sprich absolute Nahdistanz-Nahkampfsituation, wo man vielleicht die Fähigkeit haben, eins von diesen Modellen oder eins von diesen Tools abrufen zu können. Okay? Und das ist das, wo es eigentlich darum geht. Realistische Ganzheitlichkeit schafft er nur letzten Endes in der letzten Stufe über die szenarienorientierte Ausbildung. Und in der Perfektion, in der perfekten Fassung wäre es so, dass eine Einheit von euch die komplette Stufe hier durchläuft, von statisch bis Szenario und auch wenn es Miniszenarien sind. Das Problem am Szenario ist meistens ein logistisches. Rudi? Wenn man die Möglichkeit im Moment noch nicht hat, die ganze komplette Schutzausrüstung zu haben, gibt es da irgendwie eine Idee, wie man ein Szenario machen kann? Also klar kann man die Intensität natürlich runterfahren, aber auch, ich kenne das, weil wenn man sagt, macht das soft um 30%, das ja, es ist verdammt. Das wird dann irgendwann eskalieren. Ne? Ja. Gibt es da eine Idee oder sagst du dann, wir lassen das komplett weg, das Szenario? Also erst Die Frage ist, wenn ihr die entscheidende Phase, wo sich Kämpfe oftmals schon entscheiden, ist im Vorfeld, also sprich in der Vorkonfliktphase. Wenn ihr Szenarien macht für das Thema Vorkonfliktphase, sprich Kommunikation, Achtsamkeit, Vermeidung, Gefahrenradar, Form der im Endeffekt Verteidigungsposition, also sie nehmen schon mal die Hände vor den Körper, sie verstehen Distanzen, ja, sie wissen, dass vielleicht ein Meter mehr Distanz vielleicht viel bringt, gerade was diesen Überraschungseffekt und Überraschungsangriff angeht. Da würde ich die Szenarien so halten, dass sie noch relativ kontaktfrei sind am Anfang, einfach auf emotionaler Basis, ja, wenn der andere Adrian kurz herkommt. Ja, du drehst dich einfach um und sobald ich los sage, drehst du dich zu mir um und reagierst, wir spielen ein Miniszenario. Okay, los. Hey, du dummes Arschloch, brauchst du ein paar Mal, du Wichser. Ha? Was ist dein Problem, Mann? Hey! Okay, stopp. Gut. Passt. Miniszenario. Okay? Ihr müsst ihn beibringen, unter leicht emotionalem Druck Distanzgefühl zu entwickeln, Situation zu verstehen, Gefahrenradar zu entwickeln und letzten Endes herzugehen und zu sagen, vielleicht kriegt ihr diesen ersten Angriff aus der Null nicht voll. Weil wenn er durchgeht und ihr schafft es nicht, euer Bewusstsein zu erhalten, Angriffe gehen zum Kopf, werden zum Kopf geführt, dann klappt er weg und das Thema ist erledigt. Dann entscheidet er, wie es ausgeht, nicht ihr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir Miniszenarien spielen zu dieser Vorkonfliktphase, einfach versuchen, Situation zu erkennen, okay, Struktur einzunehmen, hochzubringen, okay, also schon wirklich eine hohe komprimierte Struktur letzten Endes und aus der heraus im Endeffekt lernen auch zu arbeiten. Und diese Form der Szenarien könntest du relativ gut spielen. Wenn du jetzt hergehst und sagst, du machst eine Distanzverkürzung, schießt ihn über die Beine mit dem Double Leg Takedown komplett ab, ja, dann wird es natürlich von der Verletzungsgefahr deutlich höher. Aber für viele Szenarien am Anfang reichen der Boxhandschuh, Mundschutz, Tiefschutz. Okay, für viele, nicht für alle. Ja, also, aber du kannst mit so einer kurzen oder kleinen Basisausstattung schon relativ viel leisten. Also das geht definitiv. Und das ist im Endeffekt das, was ihr letzten Endes für die Unterrichtung, für das Beibringen letzten Endes verstehen müsst. Und das ist das, was wir sagen, da kann man am meisten rausholen. Persönlichkeit, weil was ist es letzten Endes? Wenn ihr einen Boxer anschaut, der im Endeffekt in den Ring geht, die teilweise ihren ersten Boxkampf haben, die Knie zittern, ja, die Hände zittern, die Hormone, die letzten Endes einschießen in das gesamte System, in den Körper, Angst ist ein dominantes Gefühl. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist genauso für die Echtsituation der Fall. Nur, wir können sie nur letzten Endes daraufhin sensibilisieren, ihnen die Gefahren aufzeigen, ihnen die Probleme aufzeigen, sie im Endeffekt gewöhnen an das Problem, ja, damit umzugehen. Es wird nie weg sein, aber sie lernen damit umzugehen, wenn sie verstehen, um was es geht und wie es ist. Und meiner Meinung nach ist die Präkonfliktphase oder die Vorkonfliktphase weitaus mehr Schauspiel als faktisch Hand-to-Hand, was weiß ich, Nahkampf. Also die Fähigkeit, so eine Situation zu erkennen, sich richtig zu positionieren, sich einigermaßen in eine Struktur zu begeben, die man nicht fallen lässt, Umgang mit Emotionen und dann im Endeffekt teilweise das Überspielen, ist im Endeffekt Schauspielerei.
Nicht mehr, nicht weniger. Macht der Boxer auch in jedem seiner Kämpfe. Wenn Sie sich vor in die Augen schauen, gegenüberstehen, Nase an Nase, ja, und es geht kurz danach los, ja, es ist nur emotionale Konditionierung von innen nach außen, also rein psychologische Faktoren. Und das ist das, was er leisten könnte ohne Schutzausrüstung. Einfach nur durch Sensibilisierung auf diverse mögliche Realsituationen, gerade in der Vorkonfliktphase. Zum Beispiel, wenn wir Spiel spielen, erkennen vorbereitenden Angriffsverhaltens. Was haben wir für Zeichen vom vorbereitenden Angriffsverhalten die letzten 10 Sekunden, bevor es zum physischen Angriff kommt? Wie zum Beispiel hier, Hände gehen zum Gesicht, ja? Hände streichen durch die Haare. Okay? Das Aufschaukeln des Körpers, wenn der Peter kurz kommt, ich leih mich hier kurz aus. Okay? Zeichen vorbereitenden Angriffsverhaltens, können Sie durchspielen in einem Mini-Szenario. Okay? Zum Beispiel das hier. Okay? Hände, okay, Kopf, Aufschaukeln der Hüfte. Trennen des Blicks. Das heißt, wenn ich ihn jetzt noch anschaue und ich habe Augenkontakt unmittelbar davor, schweift der Blick ganz kurz ab. Also ich bin hier, schaue kurz weg und gehe dann wieder drauf. Das heißt, man trennt sich emotional, psychologisch von seinem mehr oder weniger ausgewählten Opfer. Okay? Wenig Situationen, wo du im Endeffekt schaust, im Endeffekt tiefen Blick hast und dann geht es sofort los, sondern unmittelbar, bevor dieser Erstangriff kommt, okay, kurz das Trennen des Auges, also man verlässt das Blickfeld, man verlässt die im Endeffekt persönliche Ebene ganz kurz dadurch und dann geht's los. Also sieht man sehr häufig. Ist nicht immer der Fall, aber man sieht sehr häufig. Danke. War locker, oder Peter? Okay. Der nächste Punkt ist, wenn ihr Leute habt, die zu euch kommen und sagen, okay, sie haben genau einen Monat Zeit, bei euch zu trainieren, danach müssen sie irgendwo hin und ihr seht sie nie wieder, was sein kann. Ja? Was bringt er denen bei? Präkonfliktphase ist für mich meiner Meinung nach absolut obligatorisch. Also es gibt nichts, was, wenn sie das nicht kapieren, dann ist alles andere eh schon schwierig. Also die Präkonfliktphase, die Kommunikationsphase im Vorfeld, psychologisch, Verständnis von Physiologie, Emotion, Angst als dominantes Gefühl, was löst in unserem Körper aus? Also wenn sie das nicht verstehen, dann ist es sehr schwer, in die Anwendungsphase zu gehen, weil sie werden wahrscheinlich sich gar nicht trauen, überhaupt irgendwo hinzuschlagen. Wenn ich aber hergehe und sage, jetzt gehe ich in die Technikanwendung, in den Technikerwerb hinein, also sprich, ich bringe Ihnen jetzt irgendwas bei, wo ich hergehe und sage, Sie sollen ja jetzt irgendwas mitnehmen. Je mehr ich reinpacke, und das ist einfach der Faktor Effektivität ist einfach die Masse dessen, was ihr Ihnen zeigt. Wenn ich Ihnen Sachen zeige, wie zum Beispiel Kicks, Knie, Ellbogen, offene Hand, Faust, Kopfstoß, dann sagt das System, System Overload, Sie haben keine Struktur. Je mehr ich reinpacke, und ihr meint es gut, indem dass ihr ihnen viel geben wollt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie können es, wenn es dann losgeht, nach einer kurzen mehr oder weniger Zeitspanne, überhaupt nicht umsetzen, weil sie keinen blassen Schimmer haben, wie sie das Ganze, was sie gelernt haben, irgendwie umsetzen können oder sollen. Da gehen wir her und sagen, hier versuchen wir das Ganze absolut zu minimieren oder zu verschlanken. Ja, das heißt, zum Beispiel die Strategie, die wir schon mal unterrichtet haben, dass wir sagen, okay, Vorkonfliktphase, Struktur, ja, Kopfschutz, Bewusstseinserhalt, intuitiv, irgendwie versuchen die Rübe zuzumachen, dass ich nicht in einen Knockout laufe, ja, was sehr viel mit Angriffsdistanz beim Erstangriff zu tun hat. Das nächste ist im Endeffekt das Stabilisieren, ja, Stabilisieren des Körpers, Stabilisieren der Plattform, ein ganz dominanter Faktor. Wenn ich keine stabile Plattform habe, ist jede meiner Anwendungen Bullshit. Funktioniert gar nichts. Also ohne die Beine, hüftabwärts ist entscheidend. Wenn das nicht da ist, ist alles Shit. Stabilisierungsphase und dann im Endeffekt ihnen beibringen zu können oder zu wollen, okay, und jetzt Konter und Druckaufbau, um sich vielleicht nur aus der Situation rausziehen zu können. Und das vielleicht nur über die linke, rechte Gerade, entweder Faust oder offene Hand, multipler Druckaufbau und sich dann im Endeffekt verziehen. Das ist eine einfache Strategie. Aber wenn ich da noch Kicks reinbaue, also ihr könnt selber mal in ein Boxtraining gehen, die haben innerhalb von kurzer Zeit eine unheimlich starke Struktur, weil die Beinarbeit super funktioniert und weil sie oben nicht allzu viel haben. Sie haben 8 Techniken, ja, nicht mehr, nicht weniger, die man beliebig miteinander kombinieren kann. Je mehr ich reinpacke, ja, und wir sagen, vielleicht reduzieren wir diese 8 Techniken auf 2, Führhand, Schlaghand, gerade, offene Hand, ja, einfach nur im Endeffekt Präkonfliktphase, stabilisieren, Druckaufbau und dann schauen, dass sie wegkommen. Und das könnt ihr ihnen beibringen in einem Monat. Wenn er aber dann noch hergeht und sagt, ihr baut noch Kick ein, Knie ein, was weiß ich was, Low-Kick, dann kriegen sie die Struktur nicht in die Strategie gepackt. Sie haben zu viel Wissen im Kopf.
Das heißt, ihr habt kurz Zeit, verschlankt es aufs absolut Minimalistische und das macht es auf Vollgas. Es ist langweilig, weil es immer das Gleiche ist, aber wenn Sie sagen, Sie wollen was Effektives, was Besseres gibt es nicht. Je mehr ich habe, 600 Einzeltechniken, riesengroße Auswahlbox an Tools. Das Problem ist, all das Wissen, das wir haben, wenn wir es abrufen wollen, läuft es meistens durchs Bewusstsein. Das heißt Großhirn. Ja? Alles, was wir bewusst entscheiden, läuft über das Großhirn. Ja? Wir haben Großhirn, Mittelhirn und Kleinhirn. Wenn wir bewusst Entscheidungsprozesse treffen, die über das Großhirn laufen, müssen wir überhaupt in der Lage, in der psychologischen Situation und Lage dazu sein, darauf überhaupt zugreifen zu können. Das Problem ist, nochmal, Angst ist ein dominantes Gefühl, Großhirn hat Pause, kein Bluetooth-Connection, nichts da. Okay? Das heißt, das meiste läuft intuitiv oder instinktiv. Instinktiv ist reflexhaft, intuitiv ist abgespeicherte Sachen im Muskelgedächtnis, an die ich nicht mehr denken muss, die dann im Endeffekt laufen via Programm. Und da müssen wir sie hinbringen, weil das ist Nahkampf letzten Endes. Bewusste Entscheidungsprozesse, minimalistisch, sehr stark instinktiv und intuitiv. Und das ist das, was wir im Endeffekt brauchen. Und die Trainingsphase, die wir jetzt machen, die geht letzten Endes darauf hinaus, dass wir sagen, wir machen diese dynamischen Zweikampfspiele, die jetzt nicht allzu viel mit einer Echtsituation oder einem Szenarientraining zu tun haben, wie ihr es gestern gemacht habt, aber was wir dadurch erreichen, und wir schreiben die ganzen Punkte auf, die könnt ihr selber entwickeln und rausarbeiten, warum wir die machen und in welcher Relation stehen die zu einer echten Auseinandersetzung. Okay? Und deswegen starten wir jetzt im Endeffekt mit diesen dynamischen Zweikampfspielchen. Und zum Verständnis, was meinen wir mit intuitivem Training? Dynamische Zweikampfspiele intuitiv. Und wie lässt sich das dann mehr oder weniger verwenden für die Situation, wenn Sie es wirklich brauchen, als ganzheitliches Szenario? Okay, das ist das, worum es geht.